Also wir sind alarmiert worden zum Verkehrsunfall. Es hieß schon auf der Anfahrt, es handelt sich um einen Unfall mit einem Linienbus und einem Baustellenfahrzeug Radlader, die sich hier offensichtlich getroffen haben an der Kreuzung Ortseingang Dettenhausen. Also beim Eintreffen haben wir schnell festgestellt, dass der Fahrer sich noch im Bus auf seinem Platz befand. Ersten Erkenntnissen nach eingeklemmt, dass weitere Insassen im Bus, zum Teil vor dem Bus, um den Bus standen und mehrere Passanten hier schon erste Hilfe leisteten. Schwierigkeiten an Stelle nicht. Der Bus befindet sich in einer Schräglage, da er auf das Bankett gekommen ist, aber durch einen glücklichen Umstand konnte der Radlader verwendet werden, um den Bus zu stabilisieren und abzustützen. Klar, die Verletztenanzahl, die hier angetroffen wurde, ist nicht alltäglich. Es waren in Summe 11 Grün, also Leichtverletzte bis wenig Verletzte, 2 Gelbverletzte und ein Schwerverletzter in der Kategorie Rot, der vom Rettungsdienst betreut werden musste. Also die Feuerwehr Dettenhausen ist hier mit 3 Fahrzeugen vor Ort, unterstützt von den Kollegen aus Tübingen Stadtmitte mit weiteren 3 Fahrzeugen und in Summe 23 Feuerwehrkräfte.